und begrüßen Sie mit mir Ralf Schmidt aus Hamburg mit Flexibel im Kopf. Es gibt einen schönen Satz der Psychologin Ruth Cohn, der lautet: Jeder Plan muss falsch sein, da nie alle Faktoren bekannt sein können. Mit diesem Satz gehe ich in jedes Seminar, in jede Moderation, in jeden Workshop. Wir haben Angst vor Fehlern. Warum? Das haben wir in unserer Schule gelernt. Durch unsere Sozialisation haben wir gelernt, Fehler sind verboten. Da kriege ich eine 6. Wann sind Situationen, wo es einem schwerfällt, spontan zu sein? Vor dem ersten Kaffee. Sie haben gesagt, wenn man muss und wenn man nackt ist, hängt es bei Ihnen manchmal zusammen. Wer Ja sagt, muss auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, um spontaner zu werden, Ja sagen. Wenn Sie Ja sagen, meinen Sie dieses Ja und übernehmen Sie Verantwortung. Ich entscheide mich auch manchmal für Nein. Wenn zum Beispiel meine Töchter kommen und sagen: Papa, Sie hatten heute schon 7-mal Eis. Papa, kann ich noch ein Eis haben? Sag ich ja, frag Mama. Es gab einen Moderator, 3 Referenten und die haben von Projekten erzählt, wo sie gescheitert sind. 4er-Gruppe jetzt, interdisziplinär hintereinander. Erzählen Sie sich zu viert, wo sind Sie beim Kunden schon mal gescheitert? Was ist der Sinn von Scheitern? Der Sinn von Scheitern ist zu sagen, ich lerne. Die 5 schlimmsten Nebenwirkungen, was passieren kann, wenn Sie spontaner und flexibler werden. Was mir immer geholfen hat, einfach zu sagen, okay, es kann falsch sein, dass du da rausgehst, aber diese Erfahrung zu machen, rauszugehen und zu sagen, ich traue mich, ich stelle mich meinen Ängsten, ich stelle mich diesem Fehler, ich weiß, dass es ein Fehler ist und wenn ich weiß, dass ein Fehler kommt, bin ich viel entspannter, als wenn ich denke, es muss alles perfekt sein, weil es wird nie perfekt sein, weil wir mit Menschen arbeiten. Erstens, Sie könnten kreativer werden. Also, entspannter mit Fehlern umgehen, erlauben Sie sich Fehler und genießen Sie es. Gehen Sie raus, nehmen Sie die 3 Regeln mit. Und spielen Sie spontan Husten. Danke, Ralf, dass du bei uns warst.